meiner Hand. So. Und das hier ist halt das Auto, was ich zum Autotickern benutze gerne. Wo? Wo? Denn, ja, ich mach gerade das Video. Das wird gleich auf privat hoch oder auf nicht gelistet. So. Okay. Und hier das zweite, nämlich auch manchmal, ist eher weniger schnittig, deswegen kriegt er mit weniger Klicks hin. Aber ist halt gut zum Anfang, weil ein bisschen schwerer in der Hand liegt und so. Und dann habe ich noch hier noch ein drittes. Moment. Hier, damit kann man auch ganz gut Autoklickern, weil das ist halt nur für Fortgeschrittene, die traue ich mich da noch nicht so ran. Und dann musst du halt das Auto mal so nehmen und immer so. Ja, und das funktioniert halt sehr gut. Man kann einfach mit dem Teil hier so reinpacken und dann kann man Autoklicker. Einfach ins Mausrad rein und reinhängen. Und jetzt hat man automatisch durch den Autoklicker, den er mitzieht. Ist sehr praktisch, kann ich nur empfehlen. Also, jeden für euch, kauft euch dieses Auto, das ist sehr toll.